Hi and welcome back to Everlasting Blood with Snowy. Hi! Okay, we need to find a place for Nuria's teddy bear. And of course we check on the loot. Okay. Oh, I forgot about the rose! Yeah, and originally you get it so late that you barely can check it anymore. Yeah. Hey Nuria, hier könnten wir dein Teddy ablegen. Dann hast du etwas, das dich an dein Zuhause erinnert. Oh, ist so cute. Oh. Was du so denkst, Walna. Was ist denn los? War das keine gute Idee? Du kannst ja richtig süß sein. Oh. Oh. Unser Walner ist ein echtes Mauerblümchen, wenn es drauf ankommt. Kannst du dir ruhig ein, zweimal Scheiben. Kannst du dir ruhig ein, zwei Scheiben von abschneiden, Asghar? Naja, ist doch offensichtlich, dass das besser ist, als ihn in unseren Taschen versauern zu lassen. Du hast recht, Fluffy war so gesehen mein allererster Freund. Fluffy. Denk nicht mal dran, mich aufzuziehen, Asghar. So, das ist besser. Danke, Walner, das war sehr lieb von dir. Ach was, schon gut, weiter geht's. I'm such a daddy, I think. Oh, he's so cute, I love it. Na, Fluffy, freust du dich auch schon darauf, Jaina und Mama wiederzusehen? Ich glaube nicht, dass er dir antworten wird. Du verstehst nur unsere Geheimsprache nicht. Oh, Nuria ist such a baby. Oh, cute. Talking to her teddy bear, it reminds me of someone. Ah, oh, me too. Okay, what did I say? We're gonna get the next piece, finally. Oh, right! How many do we have? Two, so it's Raka's turn. It feels like we're so far in the game for only having two pieces. Yeah, I know. It's nice if the game is not about the pieces only. Yeah, that's true. Oh. What do you need this time? Bitte, dieser Keller wimmelt von Monstern. Wir sind eure Diener. Lasst uns dieses Gewürm beseitigen. Dafür bräuchte ich nur 5 Söldner. Oh. Seid ihr bereit, diese Anzahl an Dienern zu opfern, um den Keller permanent zu säubern? Hier Wünschgebiete. Oh, I only need 5 mercenaries for that. Oh my goodness. I can finally use return again. Oh, yay! Retreat, oh, thank I mean. Goodness. I guess it fixed it after the Nuria cutscene, maybe? Or maybe after that cutscene when it was spawning the vampire lord? I have no idea. Euer Wunsch ist mir Befehl, Gebieter. Ich werde alles in die Wege leiten. Thanks. Keller frei, Söldner tot. Heute war ein guter Tag. Mercenaries. When I remember when they kept failing to defend my castle, then I don't care. Oh. On hard and normal, I mean. You remember that? Yes, I remember that very well. Now we can look at the secrets in peace.
Oh, that's wonderful. Oh, this is such fun music. Schattenstrahl, das ist ein geiler Mittagmorgen. Oh. Normally I love pumping them full with all kinds of spells. But there's one part in the very end where that's not a good idea to have so many spells. Oh. Interesting. Erst, was ich sehe. Hier kommt euch nichts mehr in die Quere, Gebiete. Thanks. Oh, I love that feature. Oh, oh, yeah, that's amazing. Thank you. Oh, I want to explore a castle. Go to, I don't know, Scotland. Oh, yeah. Oh, but would you come with me? Yes, I want to go to Scotland. Oh, let's go. Okay. Can do good in our cosplays and make awesome pictures. Oh, beautiful! I'm so excited! I hope I didn't forget anything there. I was kind of absent-minded a little. It's okay. As long as you get the sparkles. Oh my goodness, this is going so quickly without all the monsters. I know. I love seeing all these different chests. Oh, me too. It's such a peaceful walk. Oh, it is. Yellow. What are we gonna do after this? Was I here already? I don't know, I expected it to take longer because I forgot you could clear out all the monsters. Yeah, I didn't expect that I can use the mercenaries again. But that's awesome. Verdammt, Walna, was ist los? Das ist es, wir haben es geschafft. Dieser Zauber wird den verdammten Ustra und diesen unerträglichen Clan ein für alle Mal vernichten.
Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Möglichkeit, diesen Zauber so mächtig wie möglich zu machen. Und wenn meine Forschungen korrekt sind, so habe ich auch schon etwas gefunden. Kaldium wird diesem Zauber zu seinem vollen Potenzial verhelfen. Ihr seid ein wahrer Meister, Gadar, auf unseren ewig währenden Sieg. Lassen wir unsere verdammten Feinde bluten. Deine Gedanken machen mir Sorgen. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Wie geht es dir? Ich verstehe das nicht. Warum habe ich diese Gedanken? Hat es etwas mit diesen Schlössern zu tun? Wer weiß, ich beobachte dich, Bursche. Wir sollten das schnellstens klären. Teleport, do not can use them all. Do you have any double means? Oh. Okay, doctor. I have 4 to test. Ooh, that's exciting. Yeah, after the start. Okay. Yeah, I'm all... What? I'm sorry, I was just reminded of... Yeah. In Vampires Done 3, when I hid and I wanted you to guess where I was, but you figured it out before I even said anything. Oh yeah, I just sucked the same thing. Okay, I was gonna say, remember when you were playing hide and seek with me in Vampires Done 3? Thought that would be a secret. What else is going on? A blue chest. Oh, yeah. Okay, I'll come back. Okay. At least there aren't like 50,000 stairs. I remember that's in Arthos. Oh my god. I hope oh I can god. Remove the enemy stairs. I'm gonna cry. Oh god. Oh my goodness, I'm just remembering our other Vampires Done 2 Let's Play and how it took 2 episodes. Was it Farin? Yes. I think it was. Yeah. But I remember getting so mad by the end of the episode. Just because I was too stupid to go one step further in some room. Oh my god. Well, I didn't think of it either. I was very lost. Isn't this music also boss music in Vampires Done 1? I think it was maybe the tiger or the thief, I forgot. Oh yeah, maybe. I hear a dog. Oh yeah, that's the neighbor again. What kind of dog is he? He's... I think she said he was a Dalmatian boxer mix. Wow. What's his name? His name's Buster, I think. And then there's another one named Cheeky. Aww.
Lost. thanks for that. Yeah, I wonder what Jinna is gonna give us from this stone piece. Oh yeah! I wonder. Nicht schon wieder. Walner? Eine Vision? Mein Kopf dröhnt. Faszinierend, wirklich faszinierend, dass so etwas möglich ist. Oh, he's blushing. Wie weit bist du mit deinen Forschungen, Gorgoth? Unsere Anhänger verlangen nach Ergebnissen und mit Experimenten an Dorfbewohnern werden sie nicht ewig hinhalten können. Wer verlangt Ergebnisse, unsere Anhänger oder doch eher du, Gadda? Ja, verdammt, ich gebe es zu, die Ungeduld nagt an mir. Unsere Zauberkunst konnten wir mit den mondelangen Experimenten an diesen Wichten zwar verfeinern, aber wir sind noch immer Menschen und Menschen sind schwach. Denn du kannst dich freuen, unter den Büchern, die ich aus den verbotenen Archiven des Fürsten gestohlen habe, war ein altes Zauberbuch irgendeines alten Wüstenvolkes. Mal abgesehen davon, dass hier zahlreiche interessante Sachen drinstehen, hat dieses Volk einen Weg gefunden, die Seelen seiner Opfer an sich zu binden und damit noch mächtigere Magie zu wirken. Was? Die Seelen lebender Wesen? Sprich weiter. Diese ganzen Szenen aus den Leben der Elras. Warum ich? Nein, wissen wir jetzt, dass diese Kerle auch nur als ganz einfache Fanatiker begonnen haben. Der Gedanke widert mich an, dass solche jungen Knirche jetzt so eine Bedrohung für uns darstellen sollen. Holen wir uns endlich das Bruchstück, ich habe genug gesehen. Wer weiß, was wir auf diesem Weg noch alles über die Elras erfahren. My first thought was, when can I go there and check the books? Oh mein Gott, I love this riddle thing. That's too easy. Yeah, and beautiful. Oh, yes. Oh mein Gott, that was a saving stone. Oh. Was ist das jetzt hier? Red, yellow makes green. Yellow and red makes orange. Oops. And blue and red makes purple. Oh, lovely. Der sieht stärker aus. Das ist der hiesige Tafelwächter. Macht euch bereit. Machen wir ihm den Chaos. Hello. The name is silent. Why? Did I give her an item? Yeah, I was wondering. It's been so long since we fought. Yeah. Gift. Oh. Oh. Making the meat. This nuts. Yeah, hit yourself. Ah, oh, I feel mean for laughing at him. Yay. Jetzt holen wir uns das Stück. For a moment I thought, oh God, I can't move.
let me stand this. Oh my god, that reminds me of Vampires Gone 1 when I thought the game glitched after you kill the king and everybody in the throne room. Because you have to kick the head out of the way and I didn't know that. Oh. So, komm her, die Teil. Okay, let's use the teleport stones. Oh yay, I'm excited to see where they go. Den haben wir schon benutzt. Oh, he says that. That's really nice. Oh! Nicht jetzt. After where the cutscene was. Teleport to the castle. Das macht mich allerdings schon ein wenig stutzig. Es existiert ein Teleporter direkt in mein Schloss. Da können wir nur hoffen, dass den sonst keiner findet. Die müssen immer Wachen stationiert sein. Ich will keine unliebsame Überraschung. Okay. I can talk to Jinai while we're here. Damit habt ihr nun drei Buchstücke. Ich habe es wie immer schon benutzt. Was hast du diesmal schaffen können? Dazu müsst ihr wissen, dass ich auch schon in unserer Welt lange Zeit den Vorgang studiert und analysiert habe, bei dem ein Blutgeist in die Ebene der Blutgeister übergeht. Ah, this one. Warum das denn bitte? Was ist daran interessant? Nun, zum Beispiel heißt es, Blutgeister könnten sich überall in der echten Welt für kurze Zeit materialisieren. Außerdem gibt es dort jeden je verstorbenen Vampir. Es hätte viele Vorteile, in die Ebene der Blutgeister gelangen zu können. Ich ahne Schreckliches. Du hast doch nicht wirklich getan, was ich glaube, oder? Doch, ich denke schon. Mit der Macht des Bruchstücks habe ich das Unmögliche vollbracht. Ich habe in eurem Magiezimmer eine dauerhafte Verbindung zur Blutgeistebene geschaffen. Ihr alle, das schließt Nyria und Alex ein, könnt sie von dort aus jederzeit betreten und wieder verlassen. Ohne die Qualen, versteht sich. Deine Tafelnutzungen sind aber auch von sehr wechselhafter Sinnhaftigkeit, was? Welcher Vampir bei klarem Verstand würde denn freiwillig die Blutgeistebene betreten? Solch einer, der die Materialisierung ausprobieren oder nützliche Informationen von Blutgeistern erlangen will, ohne den Qualen ausgesetzt zu sein. Wer weiß, was ihr dort sonst noch so findet. Also die Blutgeistebene ist wohl so ziemlich der letzte Ort, an den ich zurück will. Aber wenn der Vorgang tatsächlich ganz ohne Qualen funktioniert, können wir es auch zumindest ausprobieren. Na fein, ein Versuch wird wohl nicht schaden. Hoffen wir, dass wir am Ende nicht dort gefangen sind. Viel Spaß und keine Sorge, es ist sicher. Ich habe es mit euren Gefolgsleuten ausgetestet. Kommt wieder zu mir, wenn ihr das vierte Buchstück habt. Oh mein Gott, what was that? Oh mein Gott. Oh, there's a plane. Oh, oh hi. Oh, what a cute snake. I'm sorry. Oh no, we're burning. Oh, they're so no. Pretty. They're so cute. Oh, they look so majestic. Yeah. My god, son really hurts. Ow. Thank you. Hello, friend. Die ist verschlossen. Do I have any sun clothes? I think I never bought them. I should buy some. I don't remember you buying them either. Todesnebel. So many recipes.
Oh wait, are you gonna get the sparkles? Yeah. By the cactus up there, yeah! Thanks. You're welcome. Oh, lions! Oh. But I never hear the music this far. I don't know that I have either. Oh, the sun is so mean. Bye. Bye bye. All right. Oh, hi. No. Oh my God. How unfair. No. What level is he? Oh my God. Ha. Oh, he's gonna hit normally. Oh God. Yay. Yay. Oh, I'm not. He hit himself out of confusion. Oh, okay, bye. Alright, I forgot to check. Didn't I give Elaine that? Oh, the music is awesome. This one. Oh, right! I guess at the moment she doesn't need to cast anything. He looks like an ogre with wings. Yeah. Of course this doesn't work. Okay, they're not bad. Okay, that's good. Damn it. They're kind of cute. They are. They're so round. Yeah. What a long passage. Wow. Oh, the piggy believes in you. Topaz. Oh. I guess we could give this to our friend again. Oh yeah. If we can call him a friend. Goats! Is this the goat cave? Oh my God, this is the last time when I killed the goat by accident. Oh God, yes! I knew I recognized this place. But I didn't know he was there.
there. He was somewhere in the secret entrance and I thought I reached the end of it. And then I just clicked and then the goat was gone. Oh, that was a terrible tragedy. I know. Hello, goat. Oh my god. There's a bunny too. Oh my god. Oh, did I open this? Another teleporting stone. Oh my goodness. Recipe. Schwarzes Eis. No, he's coming. Please tell me I can get down there. Oh no! Is he coming? I don't think he can find the way. Oh god, no! Oh, good. Good for you. Thank you, sir. Have I been here? I think that was one of the first ones you went down. Oh. Okay. Den haben wir schon benutzt. Okay, that was it. Yeah, that was great. How about we go to the Crimson Realm? Oh my god. The things downstairs. Sollen denn diese falschen Blutgeister? Soll es etwa lustig sein? Nun ja, wir schätzen Jinnai für seine Hilfe, nicht für seinen Sinn für Humor. Ist das Jinnai? Ich glaube, es hackt. Keine Sorge, das ist sie nicht wirklich, aber Jinnai sollte sich besser etwas zurücknehmen. Sehen wir mal, was sein Gerät kann. But I saw a trophy over there. Du hast goldige Augen. Okay. Can we get another one for the other side? Yes, you can fill this up. Oh my goodness. Sollen wir die Blutgeistebene betreten? Mir ist nicht gerade wohl dabei. Lust darauf habe ich nicht, aber vielleicht bringt es ja wirklich etwas. Stellen wir es nicht so an und versuchen es einfach. Betreten. Gott. Wow, what a lovely place for a visit. Gott. These poor vampires. Oh, yeah. Thanks for giving me the whole tour. Yeah.
I used to love spinning when I was a kid. Whenever we had free time in gym class, I would just spin around really fast and then lie on the ground and close my eyes to feel the world, like, turning around me. Oh, I know. You took me, like, 3 times already. Oh, I'm sorry. No, it's okay. Welcher kranke Geist ist dazu in der Lage, so etwas zu schaffen? Erschaffen. Das wissen wir auch nicht, aber es gibt die Ebene, seit es Vampire gibt. Vielleicht war es Vincent Waynard, wobei es dann eine Ironie wäre, dass er letztendlich selbst hier gelandet ist. Ach ja, ihr erwähntet mal, dass dieser Waynard der Schöpfer aller Vampire war. Ich war noch nie hier, aber es sieht noch schlimmer aus, als ich es mir vorgestellt habe. Ein ekelerregender Ort. Hoffentlich behält Jinnah recht und es lohnt sich, hier zu sein. Ich könnte mal nach Vincent Waynard suchen, vielleicht weiß er etwas über meine Vergangenheit. Während eures Aufenthaltes in der Ebene besitzt Walner den Zauber manifestieren. Cool. I so knew he would spawn there. Du siehst mir gar nicht nach einem Vampir aus. Oh, ich erinnere mich nicht. Anscheinend verwandelt und gleich hingerichtet, armer Kerl. Tut so weh, bitte. Mach, dass es aufhört. Tut mir leid, aber wir können dir nicht helfen. Hilfe. Oh. Oh, it's so sad. I want to help. Was ist das denn? Hier gibt es Monster. Scheinen Blutdämonen zu sein, die Geister hier martern. Nicht reden, kämpfen. Oh, wow. Blood Demon, does that mean he has some blood? But we're full. Wait, no. Oh, we had none left. Oh. Hey. It's not fair. Did the vampire see? Oh, I could take the blood back. Oh, that was a good move. Took my blood, then I took it back. Ihr seid nicht von hier. Gut erkannt, uns wurden nicht die Köpfe abgeschlagen. Hey, weißt du, wo ich einen Typ mit großem Helm finde? Hilf mir, ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr. Scheint wohl schon eine ganze Weile hier zu sein. You. Green lady. Oh, she's pretty. Oh my god. No! No! Was macht ein so junges Mädchen hier? Er, ein Biss, dann diese Qualen. Nicht mal vor wehrlosen Frauen haben die Vampire Halt gemacht. Naja, von ihrem Richter ganz zu schweigen. Ich habe gefunden. Blutdämon fallen lassen. Tötet Bastarde. Danke, wir werden die Viecher erledigen. Der ist vollkommen desorientiert. Es kommt. Nein. Oh, verflucht, was geht hier vor? Crimson Realm Fila. Hey du, ist Vincent Waynard hier? Vincent, er. Nein, keine Qualen. Wo ist der? Norden. Danke.
Edgy statue. Ihr seid es, Gebieter. Seht, ich habe einem der Blutdämonen etwas abgenommen. Ich hoffe, das wird euch nutzen. Loyal selbst noch als Blutgeist, das nenne ich lobenswert. Oh. Ein Pfarrer? Sie haben wirklich alles und jeden zu einem Vampir gemacht. Wieso? Gnade. Wir können dir auch nicht helfen. Remember in the original Elaine was like randomly really mean? Oh. As we didn't talk to them yet, or this was changed here. Oh. That's nice, I guess. Yeah. Changed. You talk to that one. Hey, wo finde ich Vincent Waynard? Ah, diese Schmerzen. Elendes vierte Generation Gesocks. Seid verflucht. Ich kämpfte für euch. Doch nun leide ich in alle Ewigkeit. Das ist die richtige Strafe für deine Unfähigkeit. Oh mein Gott, okay. Oh, that was a surprise attack. Yeah, can't see him in all that blood red. But no problem. Der hier sieht besonders schmerzerfüllt aus. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ich glaube, der kann uns wohl nicht weiterhelfen. Hey, wie bist du hier? Ah, fühlt ihr das? Nein, wir spüren im Gegensatz zu dir keinen Schmerz. Nein, etwas anderes. Was meinst du? Uha. Aus dem bekommen wir nichts raus. Ihr, diese Schmerzen, lass sie enden. Beende sie doch selber. Wir haben andere Dinge zu erledigen. Ihr werdet mich doch wiederbeleben, Gebieter. Ich ertrage diese Schmerzen nicht. Ganz bestimmt Vampirgier Nummer 124 ist vorgemerkt. Oh. Wie so fett. Okay, bin hier. I see sparkles. Yay! Gebieter, rettet mich. Ich diene euch, Gebieter. So enden die Menschen, die wir verwandeln. Nur die Schwachen. Hey, wo finden wir Vincent Waynard? Ach, er soll leiden. Ja, aber wo finde ich ihn? Quäle ihn für immer. Nicht sehr gesprächig. Vincent Waynard. Wurdest du auch von Vincent Waynard getötet? Schmerz, unendlicher Schmerz. Reiß dich zusammen und gib uns mal eine Auskunft. Sie verschwinden. Ich will auch. Wohin verschwinden alle? Was geht hier vor? Arr.
Und manchen Vampir ist es wirklich nicht schade. Oh. Oh, did you see who's standing there? Uh-oh! Who is well, it? Well, well, you didn't see? No, I didn't see yet. Okay. I was focused on the demon. Okay. You see her? If it isn't Irene oh. Molana Travels. Oh nein. Von allen Personen, die wir nicht hier treffen wollten. Balna, Elaine, Asghar. Hab schon gehört, dass sie hier rumstöbert. Aisha. Du nennst mich immer noch so. Natürlich tust du das. Du konntest mich wohl einfach nicht vergessen, hm? Vergiss es, Vibe. Die Zeiten sind lange vorbei. Und diese verklemmte Buhle ist also deine neue, ja? Scheinst du eine Schwäche für bedürftige Vampirinnen zu haben. Bitte was? Ui, 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 das wird spannend. Hör auf, Aisha. Mein Leben geht dir überhaupt nichts mehr an. Du bist nur ein dunkler Schatten meiner Vergangenheit. Nichts weiter. Ist das so, ja? Die misshandelte, sich in Todesangst versteckende Hure, die nicht von Abraxas geköpft werden wollte. Wirklich, war furchtbar. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Du hast mich jahrelang belogen und deine ganze Stadt dem Erdbogen gleichgemacht und schließlich versucht, uns in dämonischer Form abzuschlachten. Stell dich nicht hin wie ein Kind von Unschuld und Tränen. Oh ja, ich erinnere mich vage an all das und ebenso an einen Zauber, der mich wahnsinnig gemacht hat und mir die Kontrolle über meinen Körper nahm. Danke nochmal. Wo sie recht hat. Vor deinem ersten Tod kann man dir nichts vorwerfen, oder was? Doch, reden wir nicht drum herum. Ich brauchte einen Menschen. Ich hatte Angst. Es war eine Scheißmenge davon. Du warst meine Rettung. Und ganz ehrlich, wärst du es nicht gewesen, dann eben ein anderer Kerl. Man kann dir kein Gottwort glauben. Du bist Abschaum. Nicht alles, was ich als Aisha behauptet habe, war gelogen. Schön, ich habe dich vielleicht nicht geliebt, aber du warst süß. Im Gegensatz zu Abraxas einfühlsam. Ich mochte dich. Puh. Warum hören wir uns das überhaupt an? Ganz ruhig, Oma. Ich nehme dir deinen Liebhaber schon nicht wieder weg. Ich werde dir gleich. And they both the same age. Ich weiß auch nicht, was ich mir von einem Gespräch mit dir erwarte. Alles, was ich getan habe, wirst du mir wohl kaum noch verzeihen. Und offen gestanden ist mir das auch ziemlich egal. Es ist eh zu spät. Abraxas, Vincent, Waynard, ich, all die Bösen sitzen in diesem verdammten Ort fest und warten unter Qualen auf ihr Ende. Der Tod macht mir keine Angst. Im Gegenteil, ich freue mich schon darauf, endlich mal wieder keine Qualen zu haben. Was ich aber nicht auf mir sitzen lassen werde, ist der Ruf eines bösartigen, durchgeknallten Vampirs, wie dieser Hurensohn Abraxas einer ist. Deinen Hass will ich nicht mit mir nehmen, Valna. Ich war damals in einer üblen Zwickmühle. Und du warst nett und erscheinst mir wie die passende Möglichkeit, Schutz vor Abraxas zu finden. Es war nichts Persönliches. Und am Ende ist es doch ganz gut für dich gelaufen. Besser als für mich, die von beiden ihrer Vampirliebhaber missbraucht und getötet wurde. Also hass mich nicht, ja? Da kann ich dir nichts versprechen. Hab ich auch nicht erwartet, aber hey, dass du mich nicht wie deine rothaarige Schnecke anstarrst, als wäre ich die Mutter Vincent Waynards, ist doch schon mal ein Anfang. Hä? I don't get it. I don't know. I'm sorry. It's okay. She says it's a start that he isn't looking at her like he's looking at Elaine. As if she was the mother of Vincent Waynard. But I don't get that. Wenn sonst nichts mehr ist, lass mich in Ruhe weiterleiden. Komm, Valna, wir gehen. Ja. Asghar gets a level from that. Oh mein Gott. Oh no. Guy. Du, du, du. Oh wow, good job, Elaine.
Okay, but where's Vincent? Good question. No. Oh no. I think it's better to get rid of them. They won't annoy us. I suppose. Hey. Did you talk to her? Kannst du uns weiterhelfen? Warum diese Qualen? Weil du ein Vampir bist, dem wohl der Kopf abgeschlagen wurde. Oh, es soll aufhören. Und bis auf weiteres nicht. Nein. Oh Gott. This place seems so scary. Oh Gott, ja. Yeah. Ich bin auf der Suche nach Vincent Waynard. Er ist in der Nähe. Na, okay, he's here. I think so too. Oh wow, that's a new friend. Oh. Braxas, oh, he's a ghost. Dieser Bastard soll leiden. Ja. Yeah. Braxas, wurdest du etwa von ihm geköpft? Er hat mich gefunden, mich hierhin geschickt, ist selbst hier gelandet. Gern geschehen. Moment mal. Abraxas? Ihr? Die kleine Hure, der Menschenficker, der Psychopath. Psychopath? Das ist ja zu köstlich. Tut uns leid, dich enttäuschen zu müssen, aber wir sind hier nur zu Gast. Ja, das dachte ich mir schon. Trotzdem schön, dass ihr Würmer mal einen Vorgeschmack auf die ewigen Qualen bekommt, die euch hier noch bevorstehen. Einer kennt sie ja schon. Tja, nur hab ich es im Gegensatz zu dir geschafft, mich davon zu befreien. Und hier sind wir nun. Oh, keine Sorge, ihr landet hier schon noch früh genug dauerhaft. Und von dem, was man sich unter den Blutdämonen und Neuankömmlingen so erzählt... Bitte, wovon sprichst du? Das wüsstest du wohl gerne, du langhaarige dritte Generation Schwuchtel. Haha. Mein Gott. Deine Wortwahl hat sich anscheinend trotz jahrelangen Leidens nicht geändert. Unrelevant. Ihr seid, was ihr seid. Missratene Plan. Genug davon. Ich will mit Vincent reden. Geh zur Seite. Wieso sollte ich euch vorbeilassen? Es gibt keinen Grund. Ist ja nicht so, als könntest du uns aufhalten. Wir zerteilen dich gerne nochmal. Abraxas, lass vorbei, wir können helfen. Pff, als ob diese Maden dazu in der Lage wären. Ja, ja, ist ja schon gut verstanden. Heute ist euer Glückstag, ihr Drecksplagen. Der große Vincent hat euch eine Audienz gewährt. Ich verstehe zwar nicht warum, aber was soll's. Jetzt geh jetzt endlich aus dem Weg. Nicht zu erahnen, wie sehr ich es genießen werde, die Blutdämonen euch ausweiden zu sehen. Okay, how about we end this episode in a total cliffhanger? Oh my goodness, what a cliffhanger! The next episode we're gonna talk to Vincent and see what he wants from us. And what we can learn about Elaine, I hope, maybe. Ooh. But yeah, we'll see. Sounds great. Okay, good. Until next time, bye bye. Bye.